Zeit für einen der wenigen besinnlichen Momente in dieser Show. Barbara, wir befinden uns auf der Beerdigung deines Mannes. Du bist die trauernde Witwe. Und als ob das noch nicht genug wäre, sülzt dich noch ein Pfarrer namens Olli Belke zu. Und Tetje und Mirja, ihr seid die Sargträger. Kommt also alle in die Mitte. Was mir an dieser Situation nicht besonders gut gefällt, ist, dass dein Mann wohl sehr klein und leicht gewesen sein muss, weil er nur zwei Sargträger hat. Ja. Ich will das jetzt gar nicht weiter vertiefen, woran das lag. Aber noch schlimmer ist, es darf alles nicht zu lange dauern. Das heißt, ihr müsst für die erste Szene, wenn ihr das erste Mal spielt, habt ihr genau eine Minute Zeit für die Szene. Und wenn ihr sie wiederholt, will ich sie einmal in 30 Sekunden, einmal in 15 Sekunden, in 7 Sekunden und in 3 Sekunden. Natürlich. Ich bin mal gespannt, wie schnell man so einen, wenn auch kleinen und sehr leichten Gatten, wie schnell man den unter die Erde bringen kann. Mein Beileid. Wir stehen schon am Grab, oder wie? Eine Sekunde und Szene ab. Frau Schöneberger, mein herzliches Beileid. Ich habe die Verstorbene gut gekannt. Entschuldigung, den Verstorbenen. Den Verstorbenen. Ich habe heute sehr viele Beerdigungen. Sie müssen entschuldigen. Er war noch so jung. Ah, Sie sind aus Polen, verstehe. Nein, aus Bayern. Okay, das erklärt den Akzent. Wir singen Lied 375, Herr, deine Liebe. Herr, deine Liebe ist grenzenlos. So. So, hier jetzt rein, oder was? Sie da müssen jetzt sehr tapfer sein, Frau Schöneberger. Vorsicht, noch nicht. Ich muss noch Servus sagen. Packt sie noch mal aus, bitte. Möchtest du ihn jetzt noch einmal sehen? Ich muss ihn noch mal drucken, du alter Zipfe, du. Der ist aber schon lang tot, oder? Ja, der ist vor 2 Wochen gestorben, aber sie will es ja so haben. Jetzt auf! Stellen Sie ihn da hin. Noch 10 Sekunden. 1, 2, 3. Servus. Jetzt muss ich aber auch, Frau Schöneberger, da vorne ist noch eine Beerdigung. Es tut mir sehr leid. Dankeschön. Sie können gerne noch eine Weile hier weiter trauern. Dankeschön. Jetzt will ich exakt das nochmal sehen, aber in 30 Sekunden. Ja. Und es geht. Frau Schöneberger, das tut mir so furchtbar leid. Mir auch. Ich habe die Verstorbene sehr gut gekannt. Es ist ein Mann, wo ist er denn? Wir sind aus Lied 372, Herr, deine Liebe. Herr, deine Liebe ist die Graus und Erde. Moment, warte mal. Auf und. Da hast du Busserl. Servus. Wie lange ist der denn schon tot? Schon länger. Sieht schon ziemlich kaputt aus. Ja, der ist 2 Wochen schon tot. Naja, mach den zu und werf den rein. Wir haben nicht ewig Zeit. Eins. Noch 5 Sekunden. Es tut mir so leid. Zwei. Ich muss dann auch echt weiter. Tschüss. Aber Sie können gerne noch weiter trauern. So. Jetzt das Ganze in 15 Sekunden. Und ich würde sagen, ab jetzt. Frau Schöneberger, es tut mir so leid. Wir singen das Lied 374, Herr, deine Liebe ist wie Wasser. Herr, deine Liebe. Wollen Sie noch mal reingucken? Gucken Sie mal rein. Das stimmt ja schon. Deckel wieder zu, rein mit ihm ins Grab. Eins. Noch 3 Sekunden. Sie können gerne noch raus. Weg. Tschüss. Großes Timing. Jetzt kommen wir zu den beiden schwersten. Da kriegt ihr auch keine Vorwarnung mehr. Jetzt geht's in 7 Sekunden. Ab jetzt! Es tut mir so leid. Was im Ufer? Macht es gut, traut ohne mich weiter. Servus. Und das, ich möchte fast sagen, die Königsgattung. Ihr habt jetzt 3 Sekunden und ich zähle einfach mit. 3, 2, 1, er tot! Raus! Nehmen an dieser Stelle, muss ich eine Runde joggen gehen, was für meine Figur, Sie bleiben einfach sitzen, wir sehen uns.